Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception. Hier immer noch auf diesem seltsamen Schiffsfriedhof, wo wir ja von den Piraten entführt wurden, die offensichtlich auch Sully in ihrer Gewalt haben und durch uns herausfinden wollen, wo sich Iran befindet. Wir wissen ja, dass Sully sich die Sternenkonstellation, die wir in Jemen beobachtet haben, eingeprägt hat. Und er so nun aktuell der Einzige ist, der wirklich weiß, wo sich Iran befindet. Und ja, wir müssen die Piraten aufhalten. Und zwar aufhalten, Sully vermutlich was anzutun. Ob sie das wirklich tun würden, wer weiß. Man kann sie schlecht einschätzen. Ich würde allerdings schon davon ausgehen. Hau ihn um! Nice, oh scheiße. Hier hast du meine Gemahl! Dieser Gemahl wird nicht nur deine Frau wegballern, sondern auch dich. Oh fuck. So, den haben wir. Na, guck hinter der Ecke hervor. Komm schon. Sehr schön, das dürfte ein Kopfschuss gewesen sein. Die nerven aber auch rum, das ist unfassbar. So, jetzt kann ich hier offenbar wieder nach oben. Oder wo soll ich hin? What? Bus! Ey! Ganz ehrlich, was macht Drake da für eine Scheiße? Was stimmt denn mit dem nicht? Was ist immer das für ein Anfall? War er? Soll damit aufhören? So, da kam jetzt einer von hinten. Doch nicht. Doch nicht. So. Wo denn? Keine Ahnung, was das für eine linke Tour sein soll. Na gut, warte mal. Wir müssen noch Munition nehmen. So, und jetzt gehen wir hier rüber. Das scheint ja der Weg zu sein, den ich gehen muss. Jetzt kommen sie wieder da oben lang. Hier können wir ja sowieso nur unsere Pistole nehmen. Vorsichtig. Einmal rüber. Sehr schön. Jetzt sind wir hier im Inneren. Endlich mal. Können ein bisschen aufrüsten, unser Arsenal. Granaten haben wir bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt geht's hier oben lang. Hier oben sind jetzt zumindest schon mal keine Gegner mehr zu betrachten. Wo ist jetzt der Funkraum? Ja, ist eine gute Frage. Vor allem müssen wir hier schon wieder an der Außenwand entlang. Da. Den haben wir gut erwischt. Wie kann der denn noch schreien mit einem Kopfschuss? Was ist denn das für ein Hackfred? Vorsicht! Vorsicht, das kriegst du doch hin. Oh, da vorne. Schön in die Eier. What? Oh shit. Jetzt habe ich erst kapiert, wo die stehen. Nice. So, können wir uns jetzt einmal umdrehen. Und das klären wie Männer. Genau so. Genau so wollte ich das von Anfang an klären. Okay, wo ist dieser scheiß Funkraum denn? Der kann doch nicht mehr so weit weg sein. Was ist das? Okay, das sind Granaten. Nach oben. Okay, gleich geschafft. Da oben ist er. Seht mal. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine Falle sein könnte. Wie so vieles in diesem Spiel. Würde ich das grundsätzlich Naughty Dog zutrauen? Jetzt müssen wir erstmal daran springen. Oh.
Und? Jump! Okay, das soll ich offenbar nicht machen. Versuchen wir mal hier oben. Okay, das klappt wunderbar. Also theoretisch. Das ist Ramses Schiff. Da vorne. Das einzige funktionierende Schiff, was wir hier in diesem Friedhof noch haben. Verrückt, was für einen weiten Weg wir mittlerweile gegangen sind. Und seht mal, hier ist so eine Schnur. Da kommen wir auf jeden Fall in die Nähe dieses Schiffes. Es ist halt die Frage, ob wir da wirklich drauf kommen. Oder ob er vorher ablegt. Also, wenn, dann müsste Sully ja dort sein. Endlich, jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Okay, Plan B. Moment. Wo willst du hin? Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Schätze, es gibt keine andere Möglichkeit. Können wir sonst noch irgendwas einsammeln? Da ist ein Schatz. Ich würde sagen, hier war's das. Nehmen wir die Seilbahn. Runter. Ach, Mist. Ein anständiger Bodycheck. Na klar. Du mich auch, Entropie, du mich auch. Oh, scheiße. Wie die rumspringen. Was haben die denn geraucht? Wir müssen jetzt erstmal... Okay. Wir müssen aufpassen, die sind überall. Und die Strömung hier ist verdammt stark, so wie wir merken konnten. So, wo haben wir? Da oben den. Auch. Es werden aber nicht die letzten gewesen sein. Karl. Ich finde die Gemahl eigentlich besser, aber aktuell haben wir von der anderen jetzt mehr Munition, dann behalten wir die mal. Toll. Really? Was eine Verarsche. Okay. Nichts mehr zu holen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine kleine Cutscene oder sowas. Das ging gerade mal so gut. Meine Welt hatte für einen kurzen Moment schon auf Charlie Chaplin Schwarz-Weiß-Film geschaltet, aber es ist gut ausgegangen. Geht doch. Ach du Scheiße. Okay. Das sieht schon besser aus. Wo sieht das denn besser aus? Ich muss auf das Schiff kommen. Naja. Oh, Kapitel 13, raue See. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir kommen jetzt immer mehr Richtung offene See. Und da wird natürlich auch der Wellengang immer krasser. Ein paar von denen sollten wir vielleicht nochmal so ausschalten oder es zumindest versuchen. Oh!
kaum möglich, hier anständig zu zielen. Nicht, dass ich das vorher gekonnt hätte, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, wir müssen vielleicht zuerst mal den da ausschalten. Gut. Dürfte es gewesen sein mit dem. Wir müssen aufpassen. Ich will jetzt nicht unbedingt ins Wasser fliegen. Ich weiß nämlich nicht, wie das Wasser auf mich reagiert. Ein Fremdkörper! Fresst ihn auf! Haben wir hier irgendwo Muni? 17 Schuss. Der läuft mit 17 Schuss rum. Was ist das denn für eine beschissene Wache? Aber da drüben... mit den anderen. Sehr schön. Oh, da ist ein Schatz, glaube ich. Jo. Wenn man das ein oder andere schon mal einsammeln kann, dann kann man es ja machen. Da wehre ich mich jetzt nicht gerade gegen. Da. Das Schiff brauchen wir. Komm schon. Ich bin unterwegs. Das Transportschiff wird uns zu Rameses, Ramses, whatever Schiff bringen. Ach du Scheiße. Und was jetzt? Wie soll ich denn an das Ding rankommen? Oh, fuck. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das Schiff jemals wieder einholen können sollte. Was macht der da? Oh, Scheiße. Auf jeden Fall irgendwie da hoch. So, der hat sich selbst erledigt. Nice. Sieht fast so aus, als könnte ich jetzt hier ungehindert hoch. Nehmt mich mit, Jungs! What? Das ist die perfekte Welle! Das ist der perfekte Tag dafür. Heilige Scheiße. Oh! Nein, ihr dürft mich hier nicht zurücklassen! Alter Schwede! Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Oh no. Haben wir den ersten down. Oh, Leben. Der da oben nervt ganz besonders. Oh Gott, ich kann kaum irgendwie zielen. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Habe ich irgendwas getroffen? Ich glaube, man trifft so gut wie gar nichts. Wo ist er? Wo sind irgendwelche Menschen da? Ja.
Wie zur Hölle soll man das denn machen? Wie? Wie schnell soll ich die denn alle töten? Oh, die Magpie. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Alter. Ey. Stopp jetzt. Was geht rüber da? Für mir ein Raketenwerfer. Oh. Da drüben. Das Ganze nochmal. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht anständig getroffen, aber den. Nice. Ich brauche Munition für den Raketenwerfer. Verdammte Scheiße. Der ging mal voll rüber, aber der nicht. Ladung versenkt. Ich habe nur einen Versuch. Oh. Oh. Kapitel 14. Auf Kreuzfahrt. Meine Güte nochmal. Endlich haben wir die Titanic erreicht. Aber der Wellengang ist ganz schön hart. Haben wir den Eisberg schon geküsst? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein absolutes Wunder, dass wir bis hierhin gekommen sind. Ein absolutes Wunder. Das habe ich so nicht mehr gesehen zwischenzeitlich. Yo. Ganz ehrlich, wie bitter wäre denn der Tod, von einem Rettungsboot erschlagen zu werden? Das ist richtig, das ist der fucking Scheiß-Ironie. Sag mir nicht, ich komme nur aufs obere Deck, wenn ich auf dieses Rettungsboot springe. Ich hoffe doch nicht. Oh Gott, ich muss auf dieses Rettungsboot springen. Oh. Verdammt. Warum suchen die sich immer so beschissene Tage aus, um irgendwo hinzufahren? Vor allen Dingen, mit so einem Typen wie Drake an Bord, da kann das Schiff doch nur untergehen. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch, so wie das aussieht. Yep, hier ist auch die Leiter. Noch dürfte uns zumindest niemand entdeckt haben. Also es weiß aktuell noch niemand, dass wir hier sind. Das ist eigentlich auch ein großer Vorteil. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, sie wissen jetzt, dass wir hier sind. Okay, das ist einfach nur die andere Seite, oder? Da komme ich nicht hin. Ah ja, da müssen wir hier hoch. Zwischen den Containern entlang. Ich meine, dieses Schiff ist ja... nicht in den... Draht springen. Autsch. Das war ein fieser Move. Haben sie noch Stacheldraht? An der Reling. Es ist ein verdammt großes Schiff, muss man sagen. Ein verdammt großes Schiff.
Wenn ich jetzt so viel Munition hinnehmen muss, dann habe ich ein bisschen Angst. Ja, das hat ja super geklappt. Eine einzige Granate, die wollen wir auch gut einsetzen. Die nächste Welle. Und die nächsten Gegner da oben. Da hab ich doch gerade irgendwen. Scheiße, ich wollte ihn im Nahkampf stellen. Ah, da ist er los. Och nee. Ernsthaft? Ich meine, irgendwie cool, dass das Spiel daran denkt. Das will ich nicht gesagt haben. Knalltüte! Schwierig gegen den was auszurichten. Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht irgendwas, was wir benutzen können? Mal gucken, wir brauchen irgendwie. Irgendwas mit mehr Durchschlagskraft. No! Oh fuck! Ich würde ja gerne die Schrotflinte nehmen, aber ich habe irgendwie keine. Keine großartige Zeit, das zu tun. Fuck. Aber ich glaube, wir haben ihn bald. Wie viele Granaten wirft er? Der ist tot. Geil. Wir haben ihn. Oh, die Pack 80. Geil! Trophäe! Gegen dieses schwere Ding könnt ihr nicht viel machen. Wirklich nicht. Nachladen. Ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht noch mehr von diesen schweren Gegnern kommen. Wobei, jetzt hätte ich wenigstens eine anständige Waffe gegen die. Schrotpistole. So, wie sieht's aus? Sehr nice.
Der hat die nicht ernsthaft weggeworfen, dieser Vollidiot. Alter. Swimmingpool. Marco Solo. Marco Polo. Das ist doch der gleiche dumme Witz, den er auch schon gebracht hat in Uncharted 2. Das hat uns sogar noch eine Trophäe gebracht. Oh Mann. So. Nehmen wir erstmal die Waffe. Schnappen wir uns den Kerl. Ich darf keinen Lärm machen, ist auch nicht schlecht. Die Typen sind hier vermutlich überall. Taupräzisionspistole. Okay, da unten sehe ich drei. Vier. Die auszuschalten wird jetzt nicht wirklich einfach. Ich denke mal, müssen wir eben gucken, wenn wir den da unten erwischen, der da patrouilliert, den da. Wenn wir den erwischen, dann können wir sie, glaube ich, alle nacheinander auslöschen. Ich warte mal eben, bis der sich umgedreht hat. Fuck. Warum konnte ich die nicht zurückwerfen? Normalerweise habe ich da immer eine Anzeige, wenn die zu nah sind. So ist es vielleicht besser, weil es hätte mir jetzt gar nicht wirklich geholfen, weiter zu versuchen, da irgendwie auf Stealth zu gehen, die mich eh alle sehen. Ist da noch so ein... Nein, Mann! Wie zur Hölle soll man das denn machen? Ich verstehe das manchmal echt nicht. Und das ist nur normal. Das ist nicht mal ein schwieriger Schwierigkeitsgrad. Das ist eigentlich Pipifax. Oh, Leute, ganz ehrlich, leckt mich doch. Der Bastard lebt immer.
2. Vitamine und Naschen. So, der ist weg. Hoffentlich. Da sehe ich noch einen. Das könnte es sogar jetzt gewesen sein. Ich glaube, ich nehme mal die Schrotflinte. Nein, die will ich austauschen, bitte. So. Hä? Ich kann die Schrotflinte nicht nehmen. Statt der dummen Pistole. Na gut. Wenn sie mich so drangsalieren wollen, dann sollen sie es doch machen.